Mit Judenwitzen und Spott über Behinderte vertreiben sich Funktionäre der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft am Juridikum in Wien ihre Zeit. Der Falter veröffentlicht nun Auszüge aus den Chatprotokollen von einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Unter den Mitgliedern sind sowohl Mitglieder der Fakultätsvertretung als auch Kandidaten für die anstehende ÖH-Wahl. Sowohl in einer WhatsApp-Gruppe als auch in einer geheimen Facebook-Gruppe namens Fakultätsvertretung Jus Männer Kollektiv tauschen sich die Studentenvertreter regelmäßig aus. So ist etwa unter dem Titel Liegt eine Frank Nudes ein Haufen Asche samt einer Rose zu sehen. An anderer Stelle ist ein Hitler-Jugendmädchen mit Hakenkreuzfähnchen in einem Korb zu sehen. Im Bildtext: Ich wünsche frohe Ostern den Männern und auch Pussys dieser illustrierten Gruppe. In den Kommentaren wird ebenfalls ein Bild eines badenden Burschen mit Down-Syndrom und Dreizack im Arm lustig gefunden. Der Titel Poseidown sowie diverse Hitlerbilder. Hauptinhalt sind freizügige Bilder von Studentinnen bzw. von feuchtfröhlichen Partys. In der AG selbst ist man empört. Sprecher Valentin Petritsch fordert den sofortigen Austritt aller, die sich an solchen Inhalten beteiligt haben. In der jungen ÖVP, wo Betroffene ebenfalls aktiv sind, distanziere man sich ebenfalls, verweist aber sonst auf die AG. Auf der offiziellen Facebook-Seite der AG JUS werden nun Konsequenzen angekündigt. Belastete Mitglieder müssen die AG JUS verlassen, sobald sie davon Kenntnis erlangt haben.